Hier sieht er sehr schön aus, finde ich. Und er ist auch weit genug vom Kaminfeuer weg und steht richtig sicher. Können wir jetzt die Weihnachtskekse weiter verzieren, Mirella? Ja, wir müssen doch den Rest noch mit buntem Zuckerguss und Perlen bestreuen. Natürlich. Dann mal wieder ab in die Küche. Ihr kommt doch jetzt allein zurecht, oder? Natürlich. Danke, ihr drei. Da haben Joni und Noyal aber wirklich einen besonders schönen Baum gefunden. Schön groß ist er auch. Stimmt, er wird prächtig aussehen, wenn wir ihn erst richtig festlich geschmückt haben. Mhm, ganz sicher. Wir werden ihn richtig schön glitzernd schmücken. Das ist eine tolle Idee. Glitzernd? Nein, festlich und bunt muss er werden. Ich finde, er muss glitzern und glänzen. Mit vielen bunten Schmucksteinen und goldenen Girlanden. Nein, mit rotem Samtband und ganz, ganz vielen bunten Kugeln in allen Farben des Regenbogens. Ich finde, Talisia hat recht. Aber mir gefällt Vikitas Idee sehr gut. Hey, ihr vier, hört bitte auf. Vielleicht lassen wir ihn lieber einfach grün, wie die Natur ihn hat wachsen lassen. Wir wollen doch so kurz vor Weihnachten nicht noch streiten, oder? Also, ich bin hier von uns ja wohl die Fachfrau für große Feste. Und Weihnachten ist ja wohl ein großes Fest. Lasst mich also nur machen. Das sehe ich genauso. Aber ich bin hier doch die Schmuck- und Modedesignerin. Dann bin ich ja wohl auch genau die Richtige, um mich um den Weihnachtsbaumschmuck zu kümmern. Ich bin ganz deiner Meinung, Vikita. Was ist? Habt ihr mir eben nicht zugehört? Mit Streit kommen wir nicht weiter. Das wisst ihr doch wohl, oder? Also gut, Nelia. Dann entscheidest du, wer den Baum schmückt. Eine gute Idee. Du bist unsere Schiedsrichterin. Also, wer schmückt den Baum? Talisia und Lalana? Oder Joy und ich? Eins steht schon mal fest. Dieser wunderschöne Baum verdient besonders schönen Weihnachtsschmuck. Stimmt. Aber wenn ich nicht weiß, was ihr vorhabt, kann ich nicht entscheiden, wessen Idee schöner ist. Stimmt irgendwie auch. Und was soll das jetzt heißen? Wartet, ich überlege noch. Ha! Glitzer- und Regenbogenpower. Ich habe eine Idee. Na? Talisia und Lalana schneiden aus einem großen Stück Papier einen Tannenbaum aus. Dann pinnt ihr ihn an die Wand und schmückt ihn so, wie ihr euch unseren Tannenbaum vorstellt. Und du, Vikita, machst mit Joy das Gleiche. Dann sehe ich mir beide Entwürfe an und entscheide, welche Idee schöner aussieht. Sehr gute Idee. Komm mit, Lalana. Wir entwerfen jetzt den festlichsten Baum, den das Regenbogenschloss je gesehen hat. Wir auch, Joy. Er wird glitzern und funkeln, dass unseren Schwestern die Augen leuchten. Na dann los. Zu Weihnachten muss der Baum schließlich fertig sein. Die Kekse sehen sehr, sehr lecker aus. Na, ihr vier? Wir haben alle Weihnachtskekse zusammen verziert, Nelia. Mhm. Ja, sind die nicht schön geworden? Sie sind alle fertig. Ich wünschte, das würde auch für den Baum gelten. So, Noyal ist versorgt. Hier riecht es aber lecker. Aber sag mal, Nelia, warum schmückt denn niemand den Weihnachtsbaum? Weil Talisia und Lalana sich nicht mit Vikita und Joy einigen konnten, wie er aussehen soll. Oh, und jetzt? Jetzt machen beide Gruppen einen Entwurf auf Papier und ich muss dann entscheiden, welche Idee die schönere ist. So wird dann der Baum geschmückt. Und du glaubst, dass das funktionieren wird? Lasst mich nur machen. Keine Sorge, unser Weihnachtsbaum wird mindestens so schön wie diese Kekse hier.